Und glaubt mir, die alten Gangster da oben, was mit Sicherheit was Gutes für euch. So, jetzt anschauen. Also, Großnummer, Entschuldigung. Jetzt schauen wir mal hier den Architekten an in der Matrix. Das ist einfach, das sind Kinderbuchweisheiten. Das ist der Unterschied, ob ich die rational mache oder ich merke, das unterstreicht nur, was ich euch erkläre. Ja, aber ich muss, glaube ich, mehr aktivieren. Ja, du machst das hier. Da gehen wir auf den Lautsprecher. Er versuchte es auf eine andere Weise. Das geht ja wirklich zusammen. Zu gehen. Willst du mein Gott sein? Architekt. Gut, dass ich dir begegne. Du wirst dein Haus nicht wieder aufbauen. Aber nur ich bin dein Haus. Und du lebst in mir. Du bist nur mein Spiegelbild. Du bist nicht mein wahres Ich. Du existierst nicht. Die Erde ist mein Zeuge. Schaff diesen Müll raus. Der ist es, der dich von dem einzig Wesentlichen da draußen abhält. Diesen Moment. Hier und jetzt. Und bist du wirklich im Hier und Jetzt, wirst du verblüfft sein, zu was du in der Lage bist und wie gut du es tun kannst. Ich glaube nicht, ich weiß, wovon er spricht. Ich könnte jetzt immer wieder sagen, weil Leute, das klingt dann schon ein bisschen esoterisch. Das ist 1979, hatte ich den Herzstillstand. Und ich will jetzt da nicht genauer drauf einsehen, aber der Unter, den wir jetzt sehen, ist 1979 gestorben. Und es ist so über Joe Black, ich habe einen neuen Körper gebracht. Und ich habe gedacht, das könnte mir schon zu begraben sein. So, und jetzt machen wir eins noch. Und zwar ein bisschen Boxen. Die große Weisheit. Merkt ihr so, wie es immer ist, dreht sich immer um dasselbe. Da steht jetzt hier. Passt ihr kurz auf, also ich mache den Text weiter, den ihr zu lesen könnt. Halt, ich lasse das laufen, dass das wie ein Vorlauf sind in der Zwischenzeit. Ja, das passt schon. Kriegen wir schon. Oh, der geht ratzfatz. Der läuft jetzt ganz schnell. Wahrscheinlich mehr Text oder sowas. So, passt ihr auf. Das heißt jetzt, ich bin Rocky. Also B, Rock, I, Balboa.
Bealbo, also geschrieben B-L, B-Waff, heißt in Gott, in ihm ist ein Augenblick. Ich erkläre dir Geist als UB, blau geschrieben jetzt, als dieser blaue UB, die Geistesfunktion deines eigenen Lebens. Und jetzt kommt der kleine Ausschnitt. Es zählt darin nicht, wie hart man zuschlagen kann, sondern es zählt bloß, wie viele Schläge man einstecken kann. Und ich habe in meinem bisherigen Leben für uns wahrlich sehr viele Schläge einstecken müssen. Und trotzdem habe ich UB bis zum heutigen Tag für unsere Liebe immer weiter gemacht. Und jetzt schauen wir uns mal das Video noch an. Der geht jetzt ratzfatz. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann. Und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Ups. Jetzt haben wir das Klo. Und das ist jetzt hier der kleine Auszug aus der Hologrammatik, aber da ist natürlich. Ja. Also die Tafel, das ist natürlich jetzt sehr, sehr mühselig, wenn du das nicht gescheit seht. Ich will das bloß kurz einmal erklären, was es hier geht. Die ist ja nicht, das habe ich jetzt nur beim Sigmund reingestellt. Dass das da mal die Reihe ist, das geht jetzt runter von 1 bis durchgezählt, die normalen lateinische Alphabet, das hebräische Alphabet. Dann das ist arabisch und das sind die Primzahlen durchnummeriert. Bei 2 beginnend, normal. Es ist immer der Trick, die klassische Zählung der Primzahlen beginnt bei 2, wobei man offiziell die bei minus 1 beginnen lassen muss. Minus 1 plus 1 ist nichts. Und es geht mir nur, dass ich Sprachwunder, da werde ich mich jetzt auch nicht so arg verlieren. Das kann man anschauen, das geht also. Wichtig, was das da mal beachten ist, ist die 37. 3 mal 37 ist 111, 6 mal 37 ist 222, 9 mal 37 ist 333, 12 mal 4 ist 44. Das heißt, diese Dreierreihen gehen dann runter bis 27 mal 37 ist 88, 27, 37 ist 999. Jetzt ist diese 37, ist ja als Lamed Sain, heißt zur Lichtvielheit und die Lichtselektion. 37 bedeutet beweisen, das ist, also das Wort, will ich jetzt nicht, was jetzt entscheidend ist, dass hier jetzt, wenn du die Primzahl 37 anschaust, das ist jetzt rein arithmetisch aufgefächert, muss euch auch nicht interessieren, ich wollte euch nur Folgendes zeigen, und das sind ein paar Wunder, wo es euch jetzt wahrscheinlich den Weg, den Vogel raushaut. Das lese ich euch ganz einfach vor. Das ist also, wenn du jetzt in dem klassischen Alphabet, wir machen mit Nummerieren A bis Z durch von 1 bis 26, die 26 Buchstaben, und jetzt machen wir deutsche Worte. Und zuerst einmal diese 37, die deutschen Worte unter anderem. Ist Ballade, ja, Berge, Ideen. Jetzt werdet ihr das sehen vom Aufbau her. Beal, in Gott, ist auseinandergeschmissenes Wissen. Bombe, ich wollte es immer so. Bombe, Baum, Zelle, begabt, denn, diene, Diode, Dill, denn. DNS, Drama, Efeu, Euch, Frage, Gilde, Hades, Heine, Hände, Hell, Jagen, Kiel, Keil, Meer, Odem, Schafse, Ziel, Schaf, Ziel. Sorry. So,
Das sind 37 Quadratmeter, also mit Lichtöffnung. Das ist die Deutsch, nur Deutsch, durchnummeriert die Buchstaben, wenn du das jetzt machst, A ist 1, B ist 2, Z ist 26. Aber jetzt, 37. Die haben alle 37 Gesamtwert. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir wieder. Worte, ich lese die jetzt mal hier, weil das wird jetzt mehr. Worte mit 74 ist 2 mal 37. 2 mal 37. Lamezaim heißt bitte übrigens. Das ist das hebräische Wort für bitte. BTT. In mir sind zwei Spiegelungen. Das ist jetzt noch Spielerei. Ich ziehe die Schraube dann immer mehr zu. Das ist zum Beispiel Achtung. Achtung. 8 Jahre. Jesus, Luzifer, Aberglaube. Aurora. Zu der Aurora. AUR ist OR, ist rotes Licht. Okay. Ich mache jetzt noch zusätzlich, dass man die 74 verdoppelt, mache ich ein paar dahinter, die dazu passen. Also wir haben jetzt 2 mal 37 ist 74. Morgenstern und Morning Star. Beide Wörter haben einen Gesamtwert 148. Aurum, Auftrag, Askese, Alkohol, Abwerfen, Advokat, Anleger, Antriebe, Arbeiten, Bittend. Bitte beifügen, berechnen, Beryl, Biologie, Bizarr und Blitze. Brutal. Nochmal 148er Wörter. Brutalitäten, Bundeskanzler, das Durcheinander, der Heilige Vater, in Klammer in Rom, der runde Tisch und die sieben Gemeinden sind alle 148. Diese ganzen Kombinationen haben alle 148. Diagnose, Eheglück, 148er Werte, Eides Kolumbus und Einflussreich. Eldorado, Element, Eingriffe. Eltern, Energie. Jetzt könnte ich wieder 148 Energy Live Explosionen, Arrow, Facetten, Fraktale, Forsche, Gerste, friedlich, gelenkt, fordern, geächtet, Gewölbe sind die Gründe, 148er Werte ist Gottes, Werke und Größenwahn, Hexagon ist Hexerei, 148er Werte, Hypotenuse, Hintergründe, Himmelsleiter, Indianer, Initial und Jesus, 148er Worte, Isolierung und Inkompetenz und Jakob der Lügner. Jaspis konkav, 148 Werte, Kodierperioden, Koexistenz als Kompromiss. Koralle, Moment. Koralle, Magen David, Krux und Kubus. Jeweils Krux hat 74 und Kubus hat 74 und beide zusammen geben 148 und das ist dann das Wort Kuriosität. Corona, Leuchte und Luzifer. Luzifer, der Lichtträger. Matura. 148er Worte dazu. Morphogenetik, Metamorphose, Modernisieren. Und nochmal einige. Natur. Nitrit, Oktave, Opfer, Opium, Pflicht, bla 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 bla. Das sind alles Wörter mit 74. Okay? Das ist aber noch nicht der Spaß. Ich mache es jetzt noch ein bisschen. Jetzt kommen nur ganze Haufen Wörter. Unten, vorne, Winkel, Zellen, Zenit. Zählen Sie nicht zum Beispiel 148er Worte dazu zirkulieren und zweifelsfreies Zirkulieren. Jetzt Worte mit 111. Immer wie gesagt, A ist 1. Abstammung, Abstufung, Abwesenheit. Apostolika, Auftraggeber, Bergpredigt, Beschaffenheit, Beschneidung, Bestätigen, der leibhaftige Christus und aber auch die blaue Seite dazu ist der Computer. Christus hat 111 und der Computer auch. Wir kommen da noch genauer dazu. Dechiffriert, deinetwegen, von Goethe, Deutschland. Deutungen der Dualität, Dynastien, ehrenvolle Embryonen, entgleiten, entlarven. Larve ist Maske, ist Persona. Entzerren, Euphorien, erfolgreich, erforschen, erfolgreiche, erforschen, ergründen, erhöhen. Ernährung, ernsthaft erstarken. Fadenkreuz, ich mache nur einige. Evakuieren, Fallstrick, felsenfest. Fischwesenformationen. Alles Werte mit 111. Gog und Magog. Das ist ganz wichtig in der Bibel, die Stelle von Gog und Magog. Da wird nämlich das beschrieben, bis ins Detail, wenn man es richtig liest. Dann ist es hier, geht es weiter. Heilige Nächte, heiliger Gral, heiliges Jahr, Herdentiere und Herrgott. Hinterfragen, Höflichkeit. Human, Genom, ideologisch. Illuminat ist eine Illusion, Implantate sind Individuen. Ingredienzien interagieren, karitativ, katholische, keltische Kernenergie, kodier, binär, Konditionen, Krisenherd, mehrsprachig, Mitgefühl, Monolithe. Narzisse sind neugeborene Neurosen, notwendige periodische Paralysen, permanente Perfektion in der Pflugschar, raffinierte Raritäten erzeugen Rebellion.
Kannst alles nachrechnen. Das sind alles 111 Worte, wo ich euch jetzt vorlesen, du. Rechenarten, Roulette. Sauberkeit, Schlüssel, Schmerzen, Sinnlose, Semantische, Sieben Siegel, Suspekt, Tapferkeit, Tempelanlage. Deudanis, Toleranz, Trigonom, tugendhafte Tyrannen, Umdrehung, Ungetüme, bla bla bla, bis dann Wahrheiten, wunderbare Zeigefinger. So, geht noch mehr? Ihr werdet euch wundern, was da noch geht. Jetzt kommen wir kurz Wortsetzkombinationen, die 222 bilden. Der Vertrag mit Gott, das auserwählte Volk, Wortrekombinationen, Petrusschüssel, dann auch im blauen Bereich opportunistischer St. Petridom und so weiter und so weiter. Aber jetzt machen wir richtig schön. Das Prinzip der 37 hat einen Wert von 342, wenn du das machst, ist das Prinzip der Lichtfüllheit und der selektiven Füllheit. Für 342 liest du 340, ist Schaum, das Wort, zwei außen, das Wort außen. Das habe ich schön gezeichnet hier, okay. Übrigens, Prinzip ergibt nach dieser Rechnung 108. Und 108 ist ja 108, ist ein Kopf-Chat. Und ist das leere Folgerung und etwas annehmen. Das ist praktisch leere oder Folgerung und etwas, ich nehme an, das. Das ist das affine Chat. Das ist dein persönliches Buch. Das ist eigentlich ein Mensch, kann man, der nach einer Leere und nach einer Folgerung lebt. 108. Kaff-Chat bedeutet hier gespiegelt. Chat Kaff bedeutet Bestimmung, selbstbestimmtes Gesetz und festgesetztes Maß und gebärender Schoß. Das ist aber deine Leere und deine Folgerung, die du annimmst. Das sind die zwei Seiten, okay? Und das wiederum gibt 3842, das Prinzip des sieben, also das Prinzip, das Wort Prinzip. Und jetzt kommt es. Kein Problem. Schaut euch das einmal hier, wenn du jetzt das liest. Dass der das nur ganz kurz hier, dass du seht, wie das geschrieben ist. Das Prinzip der 37 soll sehen. Ergibt 444. Interessant, Öffnung auf der 100er Ebene, wie das der Weinrieb. In allen drei Ebenen würde der Weinrieb sagen, ist die Öffnung. Das gibt nach diesem das Prinzip der 37, weil alles dreht sich um diese 37, soll sehen. Das Prinzip der 37 soll regieren, das Prinzip der 37 soll einimpfen, das Prinzip der 37 soll anmelden. Das sind alles 481, 4 Öffnung des göttlichen Wissens, Öffnung des göttlichen Wissens, Öffnung des göttlichen Wissens. Ist das nicht ein schöner Zufall? Was vor allem das Unglaubliche ist, dass das ja, ihr müsst ja denken, das ist irgendwann einmal vor Millionen Jahren aus unartikulierten Tierlauten hat sich die Sprache entwickelt, dass dann sowas möglich ist. Schon heftig, ne? Das ist unglaublich, was das sieht. Jetzt pass auf, jetzt ist 481. Wenn du das als hebräische Zeichen 480 einschreibst, bedeutet es imperfekt gelesen, weil das Taf ist ja imperfekt als Vorsilbe, heißt wörtlich übrigens nach Wörterbuch, wir sind eine Schläfenlocke, beziehungsweise eine Ecke, weil nämlich das hier, das Taf heißt wir, imperfekt, sind, werden, bla bla bla, ihr könnt euch erinnern, und dieses P Aleph heißt zum einen Ecke und Schläfenlocke. Jetzt schreibe ich, lies auch Schlafenecke. Okay, weil das heißt Ecke. PAF bedeutet Schläfenlocke, Schlafenecke und hier, blau geschrieben. BH ist ja auch hier, weil ich manchmal rot mache. BA bedeutet aber auch Ecke eines Feldes und das übrige gelassene Getreide für die Armen steht im Langenscheid. Das heißt also, man hat hier das BA, war ganz gezielte kleine Ecke an einem Feld, wo man übrig, Getreide übrig gelassen hat. Da hat man auch, das ist auch mit BA bezeichnet in der Bibel. Okay, eine Schlafenlocke. Jetzt machen wir weiter. Das Prinzip der 37 soll uns befreien, ist 518. Das Prinzip der 37 soll uns anregen. Das Prinzip der 37 soll verwandeln, soll wiederholen. Das Prinzip der 34 soll uns kanalisieren und soll uns rufen. All diese Werte sind 518. Durch die Bank sind alle 518. Das heißt, die Öffnung eines göttlichen Ich. Bei 18 ist ich oder Chi. Schöner Zufall, ne? Aber ist nur lange, ich lege noch einige drauf. Lasst euch mal, das ist jetzt waren wir erst warm. Wenn du 518 machst, jetzt als hier, wenn du das schreibst, 18, 500 müssen wir als Kaff, als Endkaff lesen, dann heißt es dein Leben. Okay? Oder 518, wenn du das machst, hast du eine Vereinheitlichung. Jetzt mit diesem Ansatz, mit dem Schlüssel dran. Dann haben wir noch das Prinzip der 37 soll uns unterrichten, das Prinzip soll uns konservieren, das Prinzip der 34 soll uns farieren, soll uns chiffrieren
und soll uns erzeugen. 555555555, das ist die totale Öffnung. Jetzt, wenn ihr meint, das ist das einzige Mutationssystem, wo möglich ist, die Sätze, das Prinzip der 37 soll uns diagnostizieren und das Prinzip der 37 soll uns transformieren, haben beide den Wert 629, das heißt die Verbindung einer Boolean-Spiegelung. Okay? Hast du Geistesfunken, ist nun verstanden, mein Kind? Alles hat eine Bewandtnis. Dieser Satz hat den Wert 222, nämlich die, die du logischer Wagenlenker, ist Kareb, da kommt die Merkaba her, und es schreibt sich 222, das heißt, alles hat eine Bewandtnis, 222, die der logische Wagenlenker, das ist 222, allen deinen unbewusst selbst ausgedachten Dingen, das heißt, Worten beimisst. Korrif bedeutet Reiter, Fahrzeug, Waage und auch oberes Müllrad. Nur nach Langenscheid, okay? Alles hat seinen eigenen Sinn, den eigenen Sinus, ist der Wert 259, nämlich genau den, den dein rationale 200 Existenz 50 in dir selbst spiegelt. 9, 259. Okay? Anstand und Sitte gehen verloren, hat den Wert 333. Nämlich genau den, wenn du dich selbst mit Schnee, das schreibt sich auf Hebräisch Schelek, und Schelek ist 333, bedeckst, wobei BD ist ja Lüge, Erfindung. Okay, Eck, raumzeitliche Erscheinung. Schnee übrigens ist Shin Nun Aleph, Shin Nun He, und das heißt ja, schlafen, wiederholen und lernen. Das ist das, wo du dich ständig bedeckst, in dir selber. Ich schmunzle zwar, ich weiß nicht, was auf euch zukommt. Wir bewusster Geist wissen, jetzt hört zu, wir bewusster Geist wissen, erster Satz, alle Menschen, ist 111, sind in einer Hypnose, ist 222, die Hypnose beginnt mit der Geburt, 333. Okay, aber, jetzt nächste Sätze, aber aus der Hypnose kann man auch erwachen, ist 407, ist 11 mal 37, nur ist das nicht so einfach, ist 7 mal 37, dazu muss der Mensch sterben, ist 8 mal 37, erst mit dem Tod endet die Hypnose, 333, dann kommt es auf die 3, auf die nächsthöhere Ebene, auf die Syntheseebene. Okay, das können wir eigentlich rot machen, aber das ist jetzt wurscht. Die Tierkreiszeichen, Tierkreiszeichen hat den Wert 184, sind ein imaginär, nur logisch ausgedachtes Reittier. Okay? Ist der Wert 104. Jetzt pass auf. 184 ist 184,4. Affines Wissen öffnet. 184,4 bedeutet abgerissen werden. Jetzt pass auf. Und zusammenrollen. Zusammenrollen. Zusammen und rollen. Machen die Wellen oben. Okay? 104. Reittier, 184 Reittier. 104 ist eine affine Öffnung und das bedeutet hier beugen und verneigen. Etwas beugen und verneigen. Du hast es in der Hand für 104 auch 10,4 zu lesen und das heißt göttliche Öffnung, das ist J. Okay, aber jetzt pass auf. Wir werden jetzt langsam die Schraube etwas anziehen. Alle 12 Tierkreiszeichen, immer nach dem Schema A bis B. Widder hat 63, jetzt habe ich da noch genauer, weil die Werte immer 1, der Schöpfer 1 öffnet praktisch die raumzeitlichen, das ist 63, weil das ist der raumzeitliche Geist, okay? 2, das raumzeitliche Tier, 71 ist jetzt der augenblickliche Schöpfung, immer jetzt, 3, eine iterierende, 3 als C gelesen, eine iterierende geistige Wahrnehmung, das hat nochmal in sich auch einen Sinn, alles. Was interessant ist, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fisch, diese ganzen Einzelwerte zusammengezählt, gibt genau 1000. Alle zusammen 1000 geben Aleph, sprich Elef. Oh, jetzt habe ich doch erst warm. Okay. Hey, habe ich mir für alles selber ausgedacht. Darum soll man wieder mit Beweis, das ist so lächerlich. Und jetzt haben wir hier, jetzt habe ich nur so das Spiel Tierkreis. Schaust du mit her, Andreas, wenn du das mal sehen willst? Tierkreis, das ist ja gespiegelt, K-Reihe S. Siehst du das? Reihe S. Tierkreis, das habe ich jetzt drunter, das T. Schau, das T wird ja so geschrieben, ne? Siehst du das? Das T. Ja. Dann haben wir IR, Kaff ist gegenüber, Parallele, Rei, gespiegelt und dann Samich, das ja. S. Und das wird genau, schau, das T wird da so geschrieben und das Samich wird da so geschrieben. Sie ist genau gespiegelt. Du kannst auch das T, ein T setzen,
Und dann setzen wir das Kopf für Affinität und dann hast du das links den Sinus, Kreis mit einem Sinus zu der Erscheinung, wo du erzeugst. Okay. Jetzt kommt der Primzahlencode. Jetzt machen wir dasselbe Spiel, da habe ich jetzt eine Tabelle, wo ich da auch wieder einzeln erkläre, wie diese Ebenen zusammenhängen, wieso das jetzt so aufsplittet. Da kann man sich Gedanken machen. Aber wir machen jetzt ganz einfach Folgendes. Nachfolgende Worte wurden mit Primzahlen kodiert. Das heißt, die Primzahlen gehen ja los bei 1 beginnend. A ist 1, B ist 2, C ist 5, D ist 7, E ist 9, F ist 11, 15, 17, 19. Alles klar. So wie wir jetzt A1, die 3 der Zahlen haben, nehmen wir jetzt nur in derselben Reihenfolge die Primzahlen. Primzahlen kodierte Worte. Jetzt hast du mal Worte mit 185. Die Elohim, diese Kette. Und das habe ich jetzt so. Die Elohim ist 185. M ischen, ist klar. Gestalt geworden ist schlafen und alternieren. Ist 185. Lux ist 185. Spiegel ist 185. Und Gericht ist 185. Ist nett, ne? Macht dann totalen Sinn. Die Elohim mischen das Licht im Spiegel und das ist dein Gericht. Oh. Okay, jetzt machen wir dann nochmal eins weiter. Das heißt jetzt hier 185 heißt affines Wissen wahrnehmen. Was übrigens im neuen Langenscheid ist, dieses 185 ist Kaffee. Ist ja der gegenüberliegende Affe. Haben wir ja hier, ne? Die Wurzel von Kopf ist Koffer und das bedeutet zusammenziehende Flüssigkeit, gerinnen und fest werden. Und jetzt das ziehe Exodus 15,8. Heißt auch übrigens Erstarrung, Eis und Frost. Und jetzt habe ich hier von Exodus 15 bis 1 bis 13 rausgestellt. Ich lese jetzt das, es ist interessant, wenn man die Einteilung sieht. Das ist jetzt also in der Übersetzung. Wichtig ist vor allem der Vers 8, weil sich das auf das 185 bezieht. Aber ich lese euch diese 13 Verse vor. Da sang Mose und die Kinder Israel das Lied Jahwes und sprach, ich will Jahwe singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und seine Reiter hat er im Meer getäuscht. Im Meer getäuscht. Außen. Das ist jetzt normal. Gut. Ja, da übersetzt Luther Gott, da steht im Original mal ausnahmsweise bloß JH. Luther Satz Gott spricht, okay. Ja ist meine Stärke und mein Lobgesang. Mir ist Rettung, dies ist mein Gott. Ich will ihn preisen, da mache ich jetzt Brei sehen, preisen. Jahwe ist ein rechter Kriegsmann, Jahwe ist sein Name. Die Wagen Pharaos und seine Macht warf er ins Meer, seine auserwählten Hauptleute. Und da steht wirklich auserwählte Dreiteilige. Das ist nämlich hier, das ist ganz übersetzen, Shaluia heißt also hier, das 3 ist ja Shin, El Shin ist ja 3, die Dreierwurzel. Und da steht also hier, auserwählte Dreiteilige, wenn man das wörtlich übersetzt, das meistens Hauptleute wird das übersetzt. Das sind die Dreier, das sind die Trinitäten, die auserwählten Trinitäten. Versanken im Schilfmeer, im Sof, Yam Sof, im Sof in den eigenen Schwellen. Okay, Yamsof steht als Schilfmeer, steht im Original Yamsof, also Yamsof, dieses endet und das ist aber, das sind Sof sind ja die Schwellen, das heißt, die versinken in ihren eigenen Schwellen, logischen Wellen. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie fielen so grund wie Steine. Jahwe, deine rechte Hand tut große Wunder, Jahwe, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen, bla bla bla. Und jetzt kommt dieser achte Vers und da steht wortwörtlich übersetzt und im Ruach, Bewaff Ruach, Bewaff und im Ruach. Da schreibe ich jetzt, und im Geistwind deiner Nase, da steht im Original Abig, also Abi mit einem Kaff am Ende, und das heißt dein Charakter, schau im Wörterbuch nach, im Langenscheid Abi heißt nämlich Charakter. Also nochmal, und im Geist deiner Nase, deines Charakters, türmten sich die Wasser empor, die Fluten standen in Haufen, die Tiefe seines, und jetzt kommt dieses Wort des Verdichten, in der Tiefe wird plötzlich, wenn du dich rein fokussierst, verdichtet sich dein Wasser, okay, im Herz des Meeres, und das ist im Herz, ist, da heißt es Beleb, B-L-B, Beleb, das heißt also praktisch in einer Lichtpolarität, und Leb ist Herz, und wieder Herz, wieder HRS ist die Erde. Mhm. Im Herz des Meeres. Dieser eine Vers ist alles, was ich euch die ganze Zeit erkläre, ist in den einzigen Vers drin. Stimmt oder stimmt? Mhm. Und jetzt gehen wir nach Hochschule, nach Eichstätt, an die Theologische Hochschule der Katholiken, und lasst ihr das nochmal von einem Kardinal erklären. Merkst du, das geht ohne Holofilien, geht nichts.
Okay, das sparen wir uns jetzt den Rest. Da geht jetzt, wie gesagt, bis 13 habe ich das noch. Da geht's dann immer, dann ließest du deinen Wind blasen, das Meer bedeckten sie und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. Jahwe, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Primzahlen kodierte Worte mit dem Wert 444. Suggestion, S-U-G-G. Raumzeit aufgespannt im Gag. Suggestion, okay? Hat 444. Hinter dem Spiegel Quersummen Druckbilder. 333 heißt dann 333 geöffnete Spiegel. Du bist dabei? Interessant. Die Öffnung auf der 100, also auf allen vier Ebenen, heißt Suggestion. Hinter dem Spiegel sind Quersummen und die Druckbilder sind 333 Spiegel. Jetzt, Schrödingers Katze hat 555. We Live in Cyberspace hat 555. Lucifer Phil auf die Erde hat 555. Und Codex Alimentarius hat auch 555. Der Codex Alimentarius, den kann man natürlich jetzt wieder bei Wikipedia nachschauen, wenn das einer nicht weiß. Das ist eine Agenda. Und jetzt schau, Agen ist A-G-N, ist Becken. Okay, und da ist Wissen. Das heißt praktisch, in den Becken ist das Wissen, Agenda. Über die Reinheit von Lebensmitteln. Das ist ganz bekannt, ist ja im Internet ein Riesenbericht drin. Also hier der Codex Alimentarius ist eine Agenda über Lebensmittel existieren, Mitteln. Weil es ist ja, dein Leben ist ja, die Mediziner haben ja nicht ganz Unrecht, wenn sie sagen, du lebst durch Stoffwechsel. Das ist bloß, was, die verstehen das nicht richtig, weil wenn ich jetzt sage, du bist aber eine Tasse, dann bist du Computer, dann bist du Hand, dann bist du Jürgen, dann bist du, das ist dein Leben, ein ständiger Stoffwechsel. Wenn der abreißen tut, dann hast du vergessen. Und Stoff wiederum ist ja das mit dem Kleid. Denk an den Rocky Grod, an unseren Rock. Das Rock ist ja das Zur, das dich umhüllt. Das ist der Rocky Balboa, wo ich gerade nicht weitergelesen habe gerade. Dass der Rock ja das K-Leid einer Frau ist. Das ist wie das Leid einer Frau. Und das Rock im Englischen heißt es ja Fels. Fels wiederum ist Zur. Und Zur heißt Zur von werden. Ja. Ja. Gut, jetzt machen wir weiter. Wer schuf das Universum? Okay, die 814, Lies 81,4, das Wissen des Schöpfers öffnet, okay? Übrigens, diese 814, das musst du jetzt 81,4 lesen. 81, das Wissen des Schöpfers öffnet. 81 ist der Wert von Anogi und der Wert von Af, das ist wieder unsere Nase, die gespiegelt als Bar hier wieder die Schläfenlocke gibt, diese Ecke gibt, okay? 814 ist übrigens 37 mal 22 Zeichen. 81,4 heißt auch, das Wissen des Schöpfers öffnet. Die 666? Die 666, Primzahlen kodierte Worte mit 666, das heißt die The Virtual Reality, das Licht täuscht euch alle und die Sternscheibe von Nebra. Das ist also ein ganz bekanntes Buch hier aus der Gegend, wo man auch im Internet, wo ich mit nachmache, wo jetzt die Himmelszelt gemacht worden. Ja, ja, das ist, wir können es uns anschauen, wenn wir ins Internet gehen, könnt ihr es euch anschauen. Das ist so alt ähnlich wie da diese Landkarte, wo bei euch in Bayreuth wo rumliegt. Das ist auch so ein altes Ding, wo aber das Himmelszelt ist. Und das heißt eigentlich der Wert, die 666, The Virtual Reality, das Licht täuscht euch alle. Hat auch 666 und eben diese Sternscheibe, wo du dir ausdenkst, die Sternenscheibe. So, und jetzt gehen wir mal zu bikodierten Worten. Halt, wir haben übrigens noch ein paar, habe ich noch, die schauen wir uns auch noch an. Der Antichrist existiert, hat 814. Bewusstseinskontrolle. Bewusstseinskon ist zusammen T-Rolle. Okay, Gott ist natürlich, künstlich. Hat 999, sind jetzt 999er Werte, okay. Das Universum ist künstlich, auch 999. Lucifer ist ein Freund und kein Feind, 999. Jetzt machen wir mal nur mal einen kleinen Spaß. Wir nehmen jetzt hier in der Primzahlen kontierten Form, tun wir mal addieren und rechnen mit Wörtern. Wir nehmen zum Beispiel das Wort Eva hat 81 und Adam hat 44, gibt 37. Also Eva minus Adam gibt 37.
Heiß minus kalt gibt übrigens auch 37. Du minus ich gibt 37. Salz minus Pfeffer gibt 37. Deiche minus Welle gibt 37. Und wenn Französisch ist, le Dieu, der Gott, minus le Diable, der Teufel, gibt auch 37. Hass minus Liebe gibt 74. Devil minus Gott, Englisch geschrieben, 74. Strafe minus Lohn, 74. Voll minus leer, 74. Slow minus fast, 74. Stamm minus Ast. Wir können es ewig fortführen. Ich habe hier bloß ein paar Sachen, aber alles ist ja für das, dass das zufällig entstanden ist, ist nicht schlecht. So, und jetzt wird es richtig heiß. Jetzt kommt der B-Zifferncode. Wir können ja nur spielen, wir können damit Aschbaschwerden machen. Der 16. Buchstabe des Alphabets, Aleph Bet, ist ja das Ayin. Okay? Ayin bedeutet Trümmerhaufen, Ei, 70, 10, Trümmerhaufen, was übrigens 70, 10 zusammengezählt die 80 ist. Das könnt ihr euch angewöhnen. Wenn du immer magst, 70, 10, Ei heißt Trümmerhaufen. Zählst du das zusammen, kriegst du 80, das ist dein Wissen. Blau geschrieben. Blau geschriebenes Wissen ist ein Zahaker, ein Trümmerhaufen. Das funktioniert übrigens mit allen Sachen. Wenn man zum Beispiel mal Keul nimmer, 20, 30, heißt ja immer, wo ich sage jetzt, das Keul zuerst einmal ist alles. Okay? 20, 30 zusammengezählt, gibt 50. Alles, was du siehst, was du denken kannst, ist existieren, ist Existenz. Und so weiter und so weiter. Da kann man auch wieder rechnen. Der 16. Buchstabe des lateinischen Alphabets ist das P. Und der 16. Buchstabe im griechischen Alphabet ist ja das bekanntlich das Pi. Dieses Pi ist innerhalb der Geometrie der Begriff für die sogenannte Ludolfsche Zahl. Ist ja bekannt, ne? Okay, diese Ludolfsche Zahl ist der allgemeine Ausdruck für den Umfang eines Kreises mit Durchmesser 1. Ein heißt ja nicht existierend S. Ein nicht existierendes Ausgedachtes. Im Traum ist praktisch nur ein Geist da und diese ein, das Vielheit, ist es, das ist eins. Das jetzt ist eins und zwar ein nicht existierender Geist plus sein es. Das ist eigentlich eins. Das ist ein, die eins ist erst vollkommen Einheit, die du dir denken kannst, ist erst vollkommen mit der Vielheit im Hintergrund. Wir sind wieder bei dem Punkt. Du brauchst immer einen Kontrast, Vollkommenheit ist. Du kannst keine eine Einheit, die du denkst, ist im selben Moment nur eine Hälfte einer Welle, die aus Einheit und Vielheit besteht. Ein Gedankenwelt hat immer, egal was du denkst, sobald für dich was sichtbar wird, siehst du von einer Welle nur eine Seite und die Vollkommenheit ist die ganze Welle immer mit dem Gegenteil. Okay? Gut. Also, die Ludolfsche Zahl ist allgemeiner Ausdruck für den Umfang, da habe ich jetzt UM mal rot, was ich selten mache, verbundene Gestalten, die werden wieder eingefangen. Eines Kreises, K-Reihe-S, Ses mit dem Durchmesser von 1. Dur heißt übrigens Generation. Haben wir ja schon. Du merkst, ich schreibe das ja so oft vor euch hin, dass du irgendwann einmal so das mitkriegst. Irgendwann behält man es, ne? Ich habe ja die Arbeit damit. Ich könnte es ja stehen lassen, aber weißt du, wie viele von euch sich die Mühe machen, bei solchen Sachen einmal alle Möglichkeiten durchzuprobieren? Jetzt gut, bei Dur gibt es nicht so viele Möglichkeiten, aber wenn alle vor der E mit dabei ist, muss ich natürlich bei 70 nachschauen. Wenn ich zum Beispiel hier alles Mögliche durchprobieren will. Kaff kann ich Koff machen, was dann übrigens noch weitergeht, dass du im weitesten Sinne auch für ein K ein Chat setzen kannst, was übrigens sehr viele Juden machen, weil die ja das Kaff am Ende K und in der Mitte K aussprechen. Und du hast in vielen Umschriften, wenn du ein CH hast, ist im Original steht aber K, Chat, Entschuldigung.